Ja, alle sind unschuldig. Kein Mensch trägt die Schuld, also gleich die Absage wieder an die Verschwörungstheoretiker. Nein, das Böse ist die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Und auch er ist nicht böse, er irrt sich nur. Menschen irren sich nur. Menschen sind nicht böse, sondern sie irren sich nur. Und aufgrund ihrer Irrtümer tun sie falsches Verhalten. Und ich habe für Sie, liebe Zuhörer, wieder zig Videos gerade gesichtet und so weiter und gestern gesichtet. Und ja, sozusagen, wir versuchen mal einfach ein rundes Bild, wie die Welt funktioniert. Ja, also der Liberalismus, der Neoliberalismus, die soziale Marktwirtschaft ist da keinen Deut besser sozusagen. Sind die Ursache der Corona-Krise. Warum die Ursache? Weil nur durch die Immunschwächung, durch die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, sind wir so geschwächt, dass das Coronavirus überhaupt ein Thema werden konnte. Schauen wir es uns ganz kurz an. Ja? Also hier ganz kurz. Hier der erste Lebensmittelhändler vielleicht vor 350.000 Jahren sozusagen und der sagt, lebt in der Wahrheit und sagt, ich liefere euch nur herrlich, total reif geerntete, reife Früchte und alles andere solltet ihr nicht essen, ihr solltet nicht dieses Essen essen, von das irgendwie künstlich getrocknet oder irgendwie künstlich beeinflusst ist, irgendwie denaturiert ist, denn ihr braucht ein starkes Immunsystem und ihr müsst weiter so schön schmusen in euren Kommunen und ihr müsst euch so viel bewegen und so weiter, damit ihr also einen gesundheitsförderlichen Lebensstil habt. Dieser Händler wird nicht viel verkaufen, ne? Und der hier, der vielleicht der 200.000. Händler der Evolution, vielleicht vor 250.000 Jahren, der irrt sich und damit beginnt das große Erfolgsgeschäft im freien Markt sozusagen. Der irrt sich und sagt, nein, also ich stelle künstliche Lebensmittel her mit allen Tricks von Glyphosat bis Geschmacksverstärkern, von Süßstoffen bis Zucker und Salz und so weiter. Und das könnt ihr alles bedenkenlos essen und ja, und hört doch mal endlich auf mit diesem ekligen Rumgeschmuse und so weiter, ja. Und das heißt, der verkauft viel, weil er eben die Lebensmittel anstatt teuer und aufwendig frische, reife Früchte zu ernten, was unglaublich teuer ist, sozusagen stellt er billig Schrott her und macht den mit ganz viel Chemie, macht er die geschmacklich sogar, also hochgradig, also teilweise sogar überlegen zu den natürlichen Früchten, ne? Und verdirbt damit auch den Geschmack der Bevölkerung und ja, und dadurch die dummen Leute kaufen ihm das einfach ab, weil es viel billiger ist und dadurch hat er viel Geld und kann marketingmäßig den hier auskonkurrieren und zum Schließen bringen sozusagen. Und dann kann er kann zwei Kinder ernähren, dann hier drei Kinder schon wieder. Und dann so entsteht eine ganze Familiendynastie, eine Großfamilie, der nach wenigen Generationen der Lebensmittelhändler sozusagen. Und alle sind sie von dem Irrtum getragen, dass diese krankmachenden, immunschwächenden Kunstprodukte der Chemiefabriken sozusagen genauso gesund seien wie alles andere auch. Und das ist ganz klar, wenn man bedenkt, wie viel unsere öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ganz zu schweigen von den privaten, wie weit die finanziell abhängig sind von der Lebensmittelindustrie und der pharmazeutischen Industrie und der Medizinindustrie mit ihren Werbespots. Also ja, auch wenn das nur bei den Öffentlich-Rechtlichen vielleicht nur ein Viertel der Gelder ist, die von den Konzernen kommen. Trotzdem erzeugt so etwas ganz normal und ganz menschlich Freundschaften.
Arten. Und deswegen ist es auch ganz logisch, dass sich evolutionsbiologisch in den Medien natürlich Freunde der Pharmaindustrie und Freunde der Medizinindustrie und Freunde der Lebensmittelindustrie angehäuft haben. Das ist doch ganz selbstverständlich. Das ist im Rahmen der teuflischen freien Marktwirtschaft ganz logisch, der freien, liberalen, neoliberalen Marktwirtschaft, das Markus Krall, ist das einfach die selbstverständliche Konsequenz, dass also niemand dann etwas in den öffentlichen Medien an den immunschwächenden Lebensmitteln auszusetzen haben. Und dabei sind sie natürlich die Ursache dafür. Denn wenn unsere ganze Bevölkerung immunsupprimiert ist und immungeschwächt ist, dann ist es doch selbstverständlich, dass so ein relativ schwacher Virus wie das Coronavirus uns selbstverständlich kleine Schwierigkeiten zumindest mal machen kann. Ja? So, und dann, jetzt ich lese einfach mal, fang mal an zu lesen. Also, die Phoenix-Runde, da war ein Journalist, der für Schweden zuständig ist und der berichtete, dass die Schweden eben ja teilweise fast noch ein ganz normales Leben haben, aber da wurde auch deutlich, er selbst wühlt in jeder Pressekonferenz, die ja die Schweden dann zu sehen bekommen, wühlt er und wühlt er und wühlt er, um die Schweden in Angst und Panik zu versetzen, hier so nach dem Motto, eure Regierung macht doch zu wenig, ja, also so und natürlich stimmen ihm dann die Ärzte und Mediziner zu, ja, denn ich muss zwischendurch wieder kurz erklären, warum ich einem Arzt grundsätzlich nichts glaube, außer den wenigen, die sich bei den Next Scientists for Future und diese ganzen vielen, es gibt ja jetzt auch gerade bei Arte zum Beispiel war es dann der Professor Gerd Gleiske mitgeschrieben, ja, ein Gesundheitsökonom, der vernünftig sich äußert und so weiter. Es gibt also sehr viele, sehr vernünftige Ärzte, aber die sind halt ganz krass in der Minderheit. Das sind die sogenannten Ausnahmeärzte, wie sie auch bei den Next Scientists for Future dann.de dann dabei sind auch, ja. So, und ja, also warum glaube ich dem durchschnittlichen Arzt und Medizinprofessor kein Wort, ja, grundsätzlich kein Wort, weil hier haben wir den ersten Schamanen der Evolution, vielleicht vor 170.000 Jahren, und er sagt, ja, nein, also ihr braucht keine Medikamente und keine Kräutertränke, ihr müsst nur darauf achten, dass ihr eben die krankmachende Ernährung der Lebensmittelhändler nicht esst, sondern ganz reine naturbelassene Nahrung und nicht all den denaturierten Schrott, dann habt ihr starke Immunsysteme und ihr müsst euch weiter viel bewegen und ihr müsst euer Liebesleben weiterführen, dann habt ihr auch einen guten Endorphinspiegel, Glückshormonspiegel und so weiter. Ja, und dann seid ihr gesund und glücklich. Und aber jetzt haben wir ja den schrecklichen Neoliberalismus des Dr. Markus Krall, also den freien Markt damals gehabt, ne? Ganz frei, ohne Sozialsystem. Ja, damals gab es ja noch keine Sozialsysteme vor 170.000 Jahren. Ja, und unter Bedingungen dieser freien Marktwirtschaft, dann vielleicht vor 150.000 Jahren, vielleicht der tausendste, hunderttausendste Schamane, Vorläufer eines Heiler und Arztes sozusagen, der irrte sich total und er hatte solche wirren Irrtumsgedanken wie, nein, also die Ernährung, diese krankmachende, diese denaturierte Ernährung ist viel gesünder für euch, das ist alles viel besser für euch und so weiter. Und eure Bewegung ist völlig unwichtig und auch euer, dass ihr so glücklich und liebevoll in euren Kommunen schmust und euch alle lieb habt, das ist auch völlig unwichtig. Ne? Was ihr braucht, sind meine Heiltränke, meine Zaubertränke, meine Impfungen, meine Tests und meine Chemotherapien und meine Operation, all das
braucht ihr, um gesund zu bleiben? Ja, das ist, ich verstehe eigentlich gar nicht, warum ihr überhaupt überlebt hattet in die letzten Millionen Jahre der Evolution, als es mich noch nicht gab. Na, das ist ja unvorstellbar, denn ich bin ja schließlich der Gott in Weiß, der eigentlich erst euch überhaupt ein Überleben ermöglicht. Na, denn in der Evolution, eigentlich hättet ihr ja alle aussterben müssen, denn wie habt ihr das überlebt ohne mich, den Gott in Weiß? Ne? Na gut, also der irrt sich total und natürlich wird der unheimlich viel verdienen und natürlich wirtschaftlich unheimlich erfolgreich sein, denn er hält sich ja sozusagen, seine Kunden sozusagen hält er in den Krankheitsursachen fest. Dadurch kommen sie immer wieder und haben ein geschwächtes Immunsystem, werden auch anfällig für solche Viren wie das Coronavirus und brauchen ihn immer wieder und dadurch kann er zwei Kinder ernähren, hier dann drei Kinder ernähren und daraus entsteht aus ihm eine Familiendynastie aus Medizinprofessoren, die alle die gleichen Irrtümer tragen, die also sozusagen von Eltern auf Kinder weitergegeben werden und deswegen ist es für mich so, ich habe vor nichts mehr Angst als vor den Irrtümern von Ärzten, die das ja gut meinen. Die irren sich ja nur. Also wir müssen uns ganz klar sein, es gibt keine bösen Menschen. Vielleicht, also letztendlich sind alle Menschen im Irrtum und aufgrund des Irrtums machen sie gefährliche Dinge. Ja, und schädliche Dinge. Ja, also auch so ein Verrückter wie Hitler hat lauter Irrtümer gehabt und hat gemeint, er würde irgendwas Gutes tun, aber er hat also 60 Millionen Menschen umgebracht. Ja, aber so ist das. Also Irrtümer oder Stalin oder Mao, die haben bestimmt ihre Irrtümer genauso geglaubt wie die heutigen Medizinprofessoren und die Pharmaindustriebetreiber ihre Irrtümer glauben. Ja, und das heißt, es handelt sich alles um unschuldige Menschen. Es ist nur halt leider so, dass in der freien sozialen Marktwirtschaft, im Neoliberalismus, in dem Libertären des Dr. Markus Krall und mit seiner bürgerlichen Revolution sozusagen, dass genau dort dieser freie Markt der absolute Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern ist. Und deswegen glaube ich kein Wort sozusagen. Ja? So, dann schauen wir mal weiter. Also in der Phoenix-Runde, dieser Journalist wühlt da also in Schweden und versucht, die mit der Panik zu infizieren, denn also auch wieder ohne böse Absicht, der glaubt einfach nur seine Irrtümer, der glaubt, dass quasi die Regierung Schwedens das Leben der Schweden riskieren würde und schürt damit Panik und diese Panik kann dann ohne böse Absicht die Folge haben, dass plötzlich auch die Schweden anfangen, die Arztpraxen zu stürmen, sich dort neue Keime holen und neue Krankheitskeime holen und dann die Krankenhäuser stürmen und sich dort die Krankenhauskillerkeime holen und so weiter und dann es ganz schnell durch diesen Andrang zu einer künstlich erzeugten Überlastung der Krankenhäuser kommt und dann kommt noch die Tendenz dazu, dass natürlich jeder Arzt sozusagen, wie es so schön geschildert wird, immer die Tendenz hat, ja, ich darf bloß nicht zu wenig machen, denn sonst werde ich ja vielleicht verklagt. Und dieses Argument kommt natürlich jedem Arzt dann auch zurecht, weil er dadurch, korrespondiert mit seinem Irrtum, ja, ach, da der Virus so stark ist, gebe ich natürlich auch den Leuten, die eigentlich selber noch mit ein bisschen Anstrengung noch sehr gut Luft bekommen, denen gebe ich trotzdem schon ein Beatmungsgerät, denn es wird ja ganz schnell ganz viel schlimmer und so weiter. Und dann sind plötzlich ganz schnell mit leichten Fällen die Beatmungsgeräte blockiert sozusagen und dann können diese Ärzte Panik an die Regierung melden und dann kann man so die Regierung, wird der quasi durch diese Irrtümer, wird die Regierung dann gezwungen, blitzschnell sozusagen auch drastische Maßnahmen zu machen. Ja? Und auch
Bei Arte war es, wie gesagt, der Professor Gläske, der ganz klar gesagt hat, dass also alle diese Robert-Koch-Institut-Professoren und so weiter sind alle total verfilzt. Der ist halt Gesundheitsökonom, sieht das mit ein bisschen Abstand. Er sagt, die sind alle total verfilzt mit der pharmazeutischen Industrie, also mit den Testverkäufern und den Impfungenverkäufern und so weiter, sind also total in Interessenskonflikten und so weiter. Aber das ist natürlich für unsere Journalisten kein Problem, denn sie beziehen ja einen Großteil ihrer Gelder über diese Konzerne. Ja? Und deswegen ist das automatisch und wie gesagt, ohne böse Absicht. Kein Journalist meint es böse, das Robert-Koch-Institut meint es nicht böse, die Pharmakonzerne meinen es nicht böse. Das Böse ist die freie Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Ja? Die freie soziale Marktwirtschaft, die ist das Einzige, was böse ist. Ja? Und die erzeugt einfach diese Irrtümer und die Irrtümer führen zur Abschlachtung von Massen. Ja, also sozusagen, ja. Deswegen, also Sie sollten eigentlich nur vor einer Sache Angst haben, vor der freien, vor dem Neoliberalismus des Dr. Markus Krall. Und vor etwas anderem sollten Sie keine Angst haben, weil das sind alles nur Folgeerscheinungen. Und Sie sollten immer sagen, ja, ist klar, dass die sich irren und es ist klar, dass ich nur Fehlinformationen bekommen kann. Denn der freie Markt ist der Irrtumsmultiplikator schlechthin, ja. Die Generation von Irrtümern, also die Erzeugung von Irrtümern geschieht durch Mutation und Selektion und Variation und Selektion, also über das zentrale Naturgesetz unseres Universums. Aber die Multiplikation, die betreibt die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, sozusagen ist der Multiplikator von den gewinnbringenden Irrtümern. Ja? Ja, und deswegen, also so immer geht es darum, in dieser Phoenix-Runde können wir nicht die Schweden dazu aufhetzen, auch in Panik zu verfallen, damit dann eben nicht rauskommt, dass wir uns alle geirrt haben und dass wir Deutschland und Europa und die Welt und so weiter völlig umsonst ruinieren, gerade volkswirtschaftlich. Ja? Und ich habe ja aus Scherz in einem der letzten Videos so angedeutet, dass es ja sein könnte, dass die Chinesen tatsächlich das als aktive Strategie gemacht haben könnten, dass sie sagen, wir packen doch mal diese blöden nicht-kommunistischen Länder, also die blöden, die sind ja so medizingläubig und so pharmazieheurig und so weiter. Wir spielen jetzt mal ein bisschen Coronavirus, wir spielen da so ein bisschen Panik sozusagen. Dadurch wird dann die ganze Welt angesteckt, weil ja die ganzen Pharmaindustrien und Medizinindustrien geistig bereit sind, jederzeit solche Paniken zu übernehmen. Ja? Und dann setzen wir die ganze westliche Welt in Panik, denn die ist noch unser wirtschaftlicher Konkurrent. Und dann bringen wir die zum wirtschaftlichen Stillstand und dann fahren wir schnell unsere Wirtschaft wieder hoch. Und dadurch ziehen wir dann Amerika und Europa endgültig davon und machen die wirtschaftlich platt und werden dann zum Weltherrscher. Das ist jetzt eine reine Spekulation, aber wenn die Chinesen vernünftig sind, dann haben sie das genauso gemacht. Ja? Denn für die ist ja die Amerika die große Bedrohung, denn es kann ja sein, dass Amerika jederzeit das, was ich geschildert habe, nämlich dass den Roman von Jack London verifizieren, nämlich dass sie China mit sozusagen Biowaffen beschießen, um einen wirtschaftlichen Konkurrenten zu beseitigen. Ja? Und das ist natürlich klar, also dass die Chinesen deswegen durchaus aus Angst einen guten Grund haben könnten, die amerikanische Wirtschaft und die europäische Wirtschaft einfach mal durch diesen Gedanken, durch deren Anfälligkeit für medizinische Hysterien sozusagen da zu packen und dadurch wirtschaftlich zu zerstören und dann selber Vollgas zu geben wirtschaftlich und dann
Weltmarktführer zu werden und dann auch waffentechnologisch den USA so zu überlegen zu werden, dass sie nicht mehr angegriffen werden können. Ja? Also auch wenn die Chinesen überhaupt keine Angriffsgelüste hätten, dann hätten sie das aus Notwehr vielleicht machen können, denn sie sehen ja überall auf der Welt, dass Amerika und Europa jederzeit bereit sind, militärisch missliebige Länder sozusagen anzugreifen. Und es gibt für die USA nichts Missliebigeres als ein konkurrenzfähiges China, ne, das also jetzt davonzieht. Ne. Und noch einmal ganz kurz, warum zieht China davon? Ja, also China zieht davon, weil eventuell in China von den Fähigen mehr Kinder in die Welt gesetzt werden als von den Unfähigen, während wir in USA und Europa die beruflich niedrig Qualifizierten wahrscheinlich viel zu viele Kinder haben und dadurch sich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ständig bergab bewegt, denn schließlich müssen all diese Kinder der Unfähigen, müssen ja alle finanziert werden, müssen gefüttert werden, müssen ernährt werden, und während China vielleicht in seiner Bevölkerungspolitik hier relativ wenige Kinder hat, hier relativ mehr Kinder hat, und dann ist klar, dass China uns notwendig wirtschaftlich abhängt, also das heißt, evolutionsbiologisch ist das nicht in erster Linie eine Bildungsfrage, ja? Denn ich habe als Kind mir die wesentliche Bildung geholt. Mein Gehirn, also die klugen Gehirne, holen sich Bildung, ja, aktiv. Und zwar habe ich mir den Großteil der Bildung nicht in der Schule geholt. Ich hab natürlich auch alle Schulbücher von vorne bis hinten durchgelesen, was nie kein anderer Schüler je in der Schule gemacht hat. Ich habe mir ständig naturwissenschaftliche Bücher außerhalb der Schule geholt, von Freunden, die sowas in Massen hatten, habe mir das alles ausgeliehen und so weiter. Und so sucht sich eigentlich das intelligente Kind, sucht sich die Bildung und holt sich die Bildung auch außerhalb der Schule und ganz ohne die Schule sozusagen. Und das ist sozusagen, das Hauptsächliche ist, wer kriegt Kinder in der Gesellschaft. Das entscheidet, weil der Apfel leider biologisch tatsächlich nicht allzu weit vom Stamm fällt, Mutation, Variation und Selektion. Also es ist nicht so, es ist selten so, dass jemand, der hier selbst strunzdumm ist und kriegt ein Kind und das ist dann das neue Genie der Menschheit. Das ist genetisch relativ unwahrscheinlich. Ich würde sagen, extrem unwahrscheinlich. Ja, von daher, und dann ganz kurz kann ich gleich nochmal streifen, hier haben wir ja die neue Homepage der nextscientistforfuture.de, die übrigens total sicher ist, weil sie noch nicht mal Datenschutzerklärung, noch weder Cookies noch Tracking-Funktionen benutzt und so weiter. Und das Zertifikat kommt wohl noch bald, wurde mir signalisiert. Und jetzt, gucken wir hier, Weltrat der Weisen, ne? Also hier, die Kernaussage ist ja die Wohlfühlnoten, das war vor den Fotos einiger Professoren, eben die Wohlfühlstimme verändert ja, würde also sozusagen den schrecklichen Neoliberalismus des Dr. Markus Krall sofort umkehren, sofort stoppen, von schlecht auf gut umkehren, ja, weil nämlich jetzt dieser Arzt und der Händler, die sich irren, die erzeugen ja bei den Leuten schlechtere Wohlfühlnoten, schlechtere Wohlfühlstimmen und schlechtere Gesundheitsdaten, die würden also praktisch gar keine Verdienstzuschläge mehr bekommen. Auch die Lebensmittelhändler, die so denken, kriegen keine Verdienstzuschläge mehr. Und stattdessen kriegen rücken die wahrheitsorientierten Händler und Schamanen und Ärzte darüber. Ja, also die guten Ärzte, die sich jetzt in den letzten Wochen so zu Wort gemeldet haben, außerhalb der nextscientistforfuture.de,
Die rücken also quasi, die werden belohnt, weil sie kriegen ganz große Verdienstzuschläge, weil sie ja die Wohlfühlstimmen ihrer Kunden verbessern sozusagen. Und dann können diese viele Kinder ernähren und dann eine ganze neue Familiendynastien von Medizinprofessoren begründen und auslösen, evolutionsbiologisch. Ja, und dann die, die sich irren, die an ihren Irrtümern festhalten und sich auch nicht kostenlos belehren lassen durch die Next Scientists for Future.de, die werden dann halt keine Verdienstzuschläge mehr kriegen und werden ihre Praxen und Geschäfte irgendwann schließen müssen. Also die Lösung ist also völlig fertig, aber die haben eben und können auch nur die Next scientistsforfuture.de. Ja? Und ich streife noch mal ganz kurz, auch wieder so ein guter Arzt, ja, Präsident des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland. Unser Gesundheitswesen ist in weiten Bereichen zur größten Gefahr für unsere Gesundheit geworden. Also liebe Milliardärskönige, hört, hört, hört. Also alles, was wir im Moment machen, ist schadet euch, ruiniert eure Gesundheit, eure Langlebigkeit und ruiniert vor allem euer Lebensglück. Ihr habt zwar Milliarden, aber ihr seid auch durch die Lebensglückzerstörung total betroffen. Auch euer Lebensglück ist nur 5% von dem, was es sein könnte. Euer Wohlgefühl, euer tägliches Wohlgefühl sozusagen. Ja, und also der Mechanismus, über den quasi dieses ganze kranke Geschehen der freien sozialen Marktwirtschaft läuft, ist eben sozusagen, dass die gewinnbringenden Irrtümer multipliziert werden und nur durch solche Kehrtwenden, wie zum Beispiel die Wohlfühlstimme, können wir also sozusagen, ja, Noam Chomsky hat ja auch gesagt, gerade in einem Video, wir müssen das demokratisieren. Naja gut, also ich gehe mal weiter. Ja, also natürlich sind allen diese, zum Beispiel Weißrussland ist auch GMX jetzt ein Dorn im Auge, ne? Denn die spielen weiter Fußball und andere Länder fangen wieder an Fußball zu spielen. Das heißt, wieder zigtausende von Menschen drängen sich dicht an dicht in Stadien und müssten jetzt ja alle tot umfallen, weil sie ja alle von Corona dahin gerafft würden. Nicaragua spielt wieder Fußball, Burundi spielt Fußball. Bitteschön, die wissenschaftliche Frage, wo sind die jetzt die Leichenberge aufgrund eines solchen angeblichen Leichtsinns? Ne? Wo sind die? Ja? Übrigens, die Arte-Sendung ging über den Skandal mit der Schweinegrippe. Ja, das ist ja hoffentlich allen bekannt. Es sollte hoffentlich jedem bekannt sein, dass also die Schweinegrippe war so sozusagen, wie gesagt, ohne böse Absicht, der letzte Coup der Pharmaindustrie, der große Coup, wo es gelang, den Regierungen Millionen an Geldern zu entlocken für ein absolut harmloses Virus, ja, sozusagen durch eben die Weitergabe der ärztlichen und medizinischen Irrtümer, ja. Und am Ende musste, glaube ich, dann, mussten diese ganzen Medikamente, Tamiflu und die ganzen Impfungen für nochmal Millionen Gelder vernichtet werden, damit sie wenigstens nicht noch unvernichtet noch Schäden anrichten können, sozusagen. Ja? Aber darum ging der ganze Arte-Bericht. Ne? Wer das also noch nicht weiß, sollte diesen Arte-Bericht schauen. Da war eben Professor Gerd Gläske sozusagen der Vernünftige, ja? Die Stimme der Vernunft, der Gesundheitsökonom. Ja. Ja, dann und dann auch wurde ein Skandal deutlich. Ja, wir haben also durch die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall hat Deutschland und Europa die Fähigkeit verloren, gesundes Obst und Gemüse, also von gesundem Obst und Gemüse können wir ja auch nirgends mehr sprechen, weil das ist ja alles eigentlich schon Industrie-Sondermüll, also Nahrungsmittelindustrie-Sondermüll, aber halbwegs gesundes Obst und Gemüse haben wir nicht dafür gesagt, das autark im eigenen Lande zu halten, also Autarkie heißt ja Selbstversorgungspotenzial sozusagen, wir haben also da auch wieder einen Mangel wegen der freien Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall wieder einen Mangel an Planwirtschaft im Lande, einen Mangel an Autarkieerhaltung durch Subventionen, ja, das sind ja alles Feindbildbegriffe für Dr. Markus Krall, ja, und natürlich hätten wir dafür sorgen müssen, also die Gemüseversorgung im eigenen Land zu halten, ja, aber krank machen, das haben wir genug da, also das, was das Immunsystem
Immunsystem schwächt, davon haben wir Massen da, nämlich Milchprodukte, Weizen und Schweinefleisch. Also alles, was schön das Immunsystem supprimiert und uns anfälliger macht für das Coronavirus, davon haben wir Berge da. Ne? Davon haben wir, das ist der Wahnsinn. Ja? Das ist, aber das ist alles Irrtum, das ist keine böse Absicht, das ist nur Irrtum. Die Menschen irren sich einfach. Ja? Nix Verschwörung, gar nichts. Ja? Übrigens, dann wurde berichtet, Gärtnern in der Stadt wäre möglich, essbare Städte können wir also herstellen, auch mit Gemüse, wobei man natürlich da dann gucken müsste, was ist mit den Abgasen, die auf dem Gemüse sind oder in das Gemüse reinkommen. Na, da muss man schon aufpassen auch, aber immerhin eine schöne Vision, denn wir müssen sowieso, irgendwann müssen unsere Städte in essbare Landschaften kommen und dann muss sich das Ganze wieder entzerren, vielleicht mit Permakultur, dass wir wieder über die ganze Land verbreitet leben und immer direkt neben dem direkt Essbaren und so weiter, weil das eben, ja, wenn die Wohlfühlstimme entscheidet, dann werden natürlich alle Lebensmittelhändler solch eine Dezentralisierung des Lebens rund um die essbaren Sachen, rund um die Gewächshäuser, um die Gewächshausrestaurants und so weiter aufbauen, weil ja dann sozusagen ihr Wirtschaftsziel die Maximierung der Wohlfühlnoten der Kunden ist und die Maximierung der Gesundheitsdaten der Kunden ist, sozusagen. Ja? Also maximale gemeinwohlökonomische Orientierung, ganz im Gegensatz zu dem etwas verrückten Modell von Christian Felber mit seiner völlig unrealistischen Gemeinwohlökonomie-Vorstellung. Ne? Also Gemeinwohlökonomie könne nur die nextscientistsforfuture.de, das ist leider so. Hm? Ja, das Geschäftsmodell Pandemie wurde also in Arte dann nochmal so richtig dargestellt am Beispiel der Schweinegrippe. Das Geschäftsmodell Pandemie läuft einfach gut im Moment, ja. Und dann muss man sehen, auch die Schweden leiden natürlich unter dem, was wir tun. Ja? Denn es ist ja nicht so, dass die Schweden jetzt abgeschottet sind und von unserer Panik nicht angesteckt werden. Ja? Diese Panik ist doch ansteckend. Ängste sind ansteckend. Ja? Die Schweden werden in Panik gebracht durch die deutschen Journalisten und so weiter. Ja? Also das sind die Mechanismen und auch durch die anderen Länder. Die Schweden sehen doch, was die anderen Länder für eine Hysterie haben und dadurch werden sie hysterisch angesteckt und möglicherweise kommt es dann zu schädlichen Folgen in Schweden und auch vielleicht zu hochgehenden Todeszahlen, nur durch die Ansteckung, durch die Panik, nicht dadurch, dass die Maßnahmen von Schweden für sich genommen falsch wären. Ja? Also da muss ganz klar sein, es gibt kein Land, das unabhängig von der Hysterie und von den Irrtümern unserer Ärzte ist. Also unsere Ärzte beeinflussen auch die Köpfe all der Länder, die versuchen, vernünftig zu reagieren. Ja? Ja, die Medizin- und pharmahörigen Länder verursachen alles. Also die Medizin- und pharmahörigen Länder versuchen alles. Schweden, Island, Weißrussland und so weiter, was wieder die afrikanischen Länder und so weiter, also alles auch in Panik zu versetzen. Denn die Panik führt dann zur Überbelastung der Krankenhäuser und dann entwickeln sich dort eigene Sterbefälle. Ja? Dann übrigens, Trump favorisiert im Moment diese Killermedikamente, das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten, dass selbstverständlich auch aufgrund dieser Irrtümer dann es Killermedikamente gibt, die allein ganz ohne Virus, auch ganz ohne Coronavirus zum Tode führen. Das wurde ja zum ersten Mal diskutiert bei HIV, also bei dem AIDS sozusagen, dass man irgendwie immer wieder festgestellt hat, dass Leute, die nur durch einen Test Fehler als HIV-positiv eingeschätzt waren, die dann unter den Medikamenten gestorben haben und man hinterher festgestellt hat, die waren nie HIV-positiv, die waren immer HIV-negativ, sind aber an den Medikamenten gestorben, also an der Behandlung. Das sind sogenannte iatrogene Todesfälle, also durch Ärzte verursachte Todesfälle, wie wir sie laut Dr. Med-Gerd Reuter zu Massen in Deutschland haben. Ja, ja, also Reuter mit TH, ja. Ja, denn
alle Politiker sanieren sich offensichtlich im Moment über Corona. Also obwohl auch egal, ob sie falsche oder richtige Maßnahmen machen, plötzlich sind all die Politiker, die irgendwas tun, total beliebt. Also das heißt, vielleicht versucht auch Trump, wie gesagt, sich seinen Wahlsieg zu sichern, indem er jetzt eben doch kooperiert mit der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie und sich nicht gegen sie stellt, weil er gemerkt hat, dass die eben so viel schlechte Propaganda bringen würden aus ihren Irrtümern heraus, dass er dann die Wahl nicht gewinnen würde. Ne? Wer weiß, warum diese Kehrtwende. Ne? Ja, Milliarden Pharma-Wärmegelder sorgen halt für Freundschaften in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das ist keine Schuldfrage, das ist ganz menschlich, dass man natürlich, wenn ein Viertel seines Gehaltes von der Pharmaindustrie kommt und von der Lebensmittelindustrie und der Medizinindustrie, dann ist es ganz klar, dass ich schon mal grundsätzlich freundschaftliche Gefühle hege. Das ist menschlich. Und das kann eben nur durch die Wohlfühlstimme verhindert werden, ne, sozusagen. Ja, Schweden fährt quasi auf sich. Die gucken jetzt erstmal, ob ihre Krankenhäuser, und wenn die Krankenhäuser kurz vor der Totalüberfüllung sind, dann kann man immer noch gegensteuern, ne? Und natürlich werden auch in Schweden die Ärzte voll von Irrtümern sein, voll von den gewinnbringenden Irrtümern und werden glauben, ja, ich muss den Leuten auch, nur wenn sie gerade so ein bisschen sagen, ja, ich habe so ein bisschen Atemschwierigkeiten, Atemnot, anstatt zu sagen, ja, dann strengen sie sich an, das ist ein Sport, ja, und bemühen sie sich und kriegen die sofort ein Atemgerät, dann sind die Atemgeräte knapp sozusagen und dann kann man dem Staat sagen, Schweden hier, sie müssen jetzt auch mal große Maßnahmen machen, weil unsere Atemgeräte sind alle belegt und die sind dann in Wirklichkeit belegt mit lauter Leuten, die das Atemgerät nicht unbedingt gebraucht hätten. Ne? Ja, auch die schwedische Wirtschaft leidet unter der Außenwelt. Ja, also ja, wie gesagt, KenFM hat einen ganz guten Beitrag gebracht, der dann am Ende darauf hinausläuft, dass sie auch gesagt haben, warum tun wir nicht alles, ist unsere Gesellschaft so im Irrtum, dass sie nicht alles tut jetzt zur Immunstärkung der Bevölkerung? Warum werden jetzt also ja nicht die Videos der nextscientistsforfuture.de empfohlen von Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob, Frau Professor Dr. Michaela Döll sozusagen die besten Immunstärkungswissenschaftler der Welt und so weiter. Warum werden die nicht jetzt überall rauf und runter veröffentlicht und die Tipps gefilmt und Nahrungszubereitungsfernsehsendungen gemacht, immunstärkende Nahrung, Immunabwehr gegen Corona und so weiter. Na, das ist einfach, ja, weil sich alle irren, aber KenFM bringt da wenigstens mal wieder die Wahrheit, ne? Die Nachdenkseiten bringen auch was Gutes. Da einen renommierten Statistiker, Gerd Bosbach, so jemanden bräuchte man natürlich auch bei den nextscientistsforfuture.de. Herzlich eingeladen, Professor Gerd Bosbach. Ja, und der als Statistiker sagt natürlich, wir brauchen doch endlich mal knallharte Statistiken. Warum haben wir nicht ein paar Millionen in saubere Statistiken reingesteckt, um die Wahrheit zu erfahren über Corona, ja, sozusagen, und stattdessen pulvern wir Milliarden raus für die und zerstören unsere ganze Wirtschaft. Ja, warum? Ja, eben Irrtümer. Ne? Das ist die Medizin- und Pharmahörigkeit unserer gesamten Gesellschaft. Ne? Ja. Noam Chomsky sagt in einem Video, der alte Mann sozusagen, der alte Professor der Psychologie, ja, der freie Markt hat, also hören Sie zu, Dr. Markus Krall, der freie Markt hat versagt, ja, denn natürlich ist das alles ein Marktversagen, weil der freie Markt alles zerstört, ja, und der macht uns anfällig für solche relativ schwachen Viren und so weiter. Ja, ein Medizinprofessor hat übrigens auch wieder schön seine Ideologie, seine Irrtümer verbreitet, indem er gesagt hat, nein, also die Viren, also bei die Fledermäuse haben ein so überstarkes Immunsystem und aufgrund dieses überstarken Immunsystems sind die resistent gegen die Coronaviren, aber wir eben nicht, weil wir eigentlich von Natur
Natur aus keinen Kontakt hatten mit solchen starken Viren. Ne, das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist alles völlig falsch. Das Entscheidende ist, dass die Irrtümer unserer Ärzte den Menschen nicht klar gemacht haben, dass der Lebensstil, den wir hier oft in der Welt haben, dass der schon allein krankmachend und immunschwächend ist und dass wir selbstverständlich deswegen ein schwächeres Immunsystem als die Fledermäuse haben, weil die sich naturbelassen ernähren und einen natürlichen Lebensstil haben, einen Lebensstil, auf den sie genetisch angepasst sind, während wir alle einen Lebensstil haben, auf den wir genetisch nicht angepasst sind. Ich spüre gerade auch wieder den Bewegungsmangel in meinen Beinen sozusagen, der durch das Schließen der Sporteinrichtungen sozusagen bei mir natürlich auch immer ansteht, weil ich Joggen hasse und nur bei äußerstem Bewegungsmangel mich dann endlich aufraffen kann zu joggen. Ja? Also das heißt, die freie Marktwirtschaft ist das Böse schlechthin und das einzige Böse auf der Welt. Also Schluss mit allen Verschwörungstheorien. Wir alle haben die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall erfunden, und wir alle tragen die Verantwortung dafür, sie endlich zu beenden mit Hilfe der nextscientistforfuture.de. Ja? Corona ist ein Faktor auf dem Weg zum einsamen, kaufsüchtigen Single. Ja, also ein Professor hat das mal so schön richtig gesagt. Ja, was machen wir eigentlich? Wir erzeugen noch mehr Angst des Menschen vor dem Menschen. Ja? Wir erzeugen noch mehr Isolation, ja? Und erzeugen noch mehr den einsamen, kaufsüchtigen Single. Also liebe Milliardärskönige, ja, unser aller Lebensqualität, ja, vor 400.000 Jahren lebten wir alle zusammen in liebevollen Kommunen. Sie wurden geliebt und geherzt von den weiblichen Kommunenmitgliedern und wurden geschätzt wegen ihrer Leistungsfähigkeit und wegen ihrer Fähigkeit, herrliche, reife Fruchtbäume zu finden zu können, ja. Und wir lebten in Liebe, und natürlich, wenn die Frauen und Kinder voll von Dankbarkeit sind über den Fruchtbaum, den sie damals, ihre Vorfahren damals, den Frauen und Kindern geschenkt haben. Natürlich wurden sie dann überschüttet mit Liebe und hatten die größte Wahrscheinlichkeit, der Vater der nächsten Kinder zu werden in der Gruppe und so weiter. Und dieses alles hat uns die tragische Erfindung des Tauschhandels, die sofort von der ersten Sekunde an radikaler freier Markt war, also extremer Neoliberalismus war, und die sozusagen sofort vom ersten Tag an die gewinnbringenden Irrtümer sich hat ausbreiten lassen, sodass also unser aller Lebensglück zerstört wurde, die Liebe wurde zerstört, hier ihren Vorfahren, liebe Milliardärskönige, wurde die Liebe geraubt, und dann fingen sie halt an, einfach dann halt als Trost Geschäfte zu machen, und da sie halt die Fähigsten der Welt waren, wurden sie natürlich zu den erfolgreichsten Unternehmern und gehören heute zu den über 2000 Milliardärskönigen der Erde, die jetzt die Geschicke der Menschheit bestimmen, ja, und lenken. Ja, aber das heißt, bitte, liebe Milliardärskönige von heute, bitte kommen Sie mit den nextscientistsforfuture.de gemeinsam zu der Erkenntnis, dass unser aller Leben ruiniert wird durch die freie soziale Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall durch seinen Neoliberalismus, durch seine libertäre Einstellung, durch seine bürgerliche Revolution, dass es keine größere Gefahr für uns alle gibt als Dr. Markus Kralls Irrtümer, für die er ja nichts kann. Der irrt sich einfach. Der Neoliberalismus ist eben einfach eine unheimlich leicht zu verstehende Ideologie, die jeder, der bis drei zählen kann, sofort gelernt hat, sozusagen. Einfach freier Markt ist gut für alles. Und wenn man das einmal, diese Ideologie drin hat, dann ist das, also das kann jeder Hauptschüler kapieren, und deswegen hat er ja auch hat ja auch Dr. Markus Krall im Bereich der extrem Ungebildeten ja seine größten Fans und die größte Zahl an Fans, weil solche einfachen Ideologien natürlich genauso beliebt sind, immer beliebt sind, schon bei Hitler, die primitiven Leute, die also hier die dummen Leute haben natürlich Hitler geliebt, ne, weil seine einfache Ideologie
einfach sie mitgerissen hat, sozusagen, während natürlich die Klugen ganz skeptisch waren, weil das alles naturwissenschaftlich alles natürlich nicht die Wahrheit war, sondern das war, wie sagt man, Sozialdarwinismus oder Pseudodarwinismus oder es war, ja, Hitler hat quasi die wenigen Irrtümer, die Charles Darwin zugegebenermaßen noch in seinem Konzept hatte, die hat er aufgegriffen und missbraucht und dann nochmal 10-mal übersteigert und so weiter und hat also quasi dann eine pseudowissenschaftliche Gesamtideologie aufgerichtet und darauf fallen natürlich dumme Menschen rein, genauso wie eben dumme Menschen auf den Neoliberalismus sehr schnell reinfallen und dumme Menschen auf das Libertäre und auf die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall eben sehr gerne hineinfallen und auf seine verfassungsfeindlichen Überlegungen, dass man eben das aktive und passive Wahlrecht nur noch für 18 Millionen der deutschen Bürger reservieren sollte. Auf solche Konzepte fallen natürlich eben sozusagen ja dumme Menschen sehr leicht rein. Ja? Und das sehen wir ja auch an den Kommentaren, die mir immer wieder geschickt werden, die gelöscht wurden und so weiter, dass da extrem dumme Menschen die Ideologie von Dr. Markus Krall verteidigen, sozusagen. Aber wie gesagt, er irrt sich nur, alle irren sich nur, niemand ist schuld. Das ist einfach nur ein Menschheitsirrtum. Wir müssen jetzt einfach, das ist eine Frage der Erkenntnis. Deswegen, liebe Zuschauer, verbreiten Sie Wahrheiten und ja, und sorgen Sie dafür, dass die einzigen, die uns Wahrheit lehren können in dieser Welt der Irrtümer, sind nun mal, hier sind sie nochmal, die neue Homepage der nextscientistforfuture.de. Und nur die können uns das lehren. Hier das Ganze auch nochmal in Englisch ein anderer Erklärungsansatz hier und so weiter. Ja. Ach so, da kommt jetzt gleich ein Video und so weiter. Also von daher, das war's für jetzt. Also Versöhnung bitte aller mit allen. Vergessen wir all diese Verschwörung. Ich habe da was von Oliver Jahr nicht gesehen. Vergessen wir all diesen Verschwörungsquatsch. Niemand meint es böse. Wir können auch Milliarden Menschen abschlachten, einfach nur, weil wir uns irren. Ja? Errare humanum est. Ja? Das Ganze, die ganze freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ist nur einfach der zentrale Menschheitsirrtum schlechthin, unter dem unsere geliebten Milliardärskönige genauso leiden wie wir, nur dass die natürlich wenigstens hoffentlich keine finanziellen Ängste haben müssen, obwohl ja, also gerade natürlich versucht jeder den Milliardären auch sein Geld wegzunehmen, also die leben schon auch in Angst diesbezüglich, ja. Freedom's just another word for nothing left to lose. Also Freiheit ist ein anderes Wort dafür, dass man nichts zu verlieren hat. Und die haben viel zu verlieren und so weiter. Also werden sie auch gewisse Ängste haben. Also, aber wie gesagt, liebe Milliardärskönige, Sie gehören zu den Fähigsten der Welt und tun Sie sich mit den anderen Fähigsten der Welt zusammen, mit den nextscientistsforfuture.de und lassen Sie uns gemeinsam eine für uns alle glückliche Menschheitszukunft herstellen. Tschüssi!